Jetzt machen wir mal ein bisschen freies Spiel, freien Modus. Damit ihr auch mal was seht von den ganzen Gedrille hier. Wahrscheinlich, theoretisch sollte ich jetzt wieder in meiner Garage spawnen. Aber konnte man das nicht mal auswählen, irgendwie, wo ich spawne? Sag ich dazu. Ich überlege gerade, wie lange ich die Folgen mache. 20 Minuten wäre cool. Ich mach glaube ich, 20 Minuten Folgen. Dann habe ich jetzt nämlich genau die Runde beendet, also jetzt von der letzten Folge, ja, weil ich jetzt schon die nächste Folge aufgebraucht. Ich kann mal sagen, hallo und herzlich willkommen, hier ist Gitarre 1000. HD meine ich. Und weiter geht's. Wieder schon eine schönen Karre, aber erstmal Licht Deck drauf machen, bevor hier noch jemand reinspringt. Man kann, weiß da nie. Wenn du kein Spielverderber bist, wirst du immer wieder Belohnung erhalten. Ja. Ich glaube sogar, man kann in GTA 5 online, wohlgemerkt. Fahrzeug-Deathmatch. Hubschrauber. Lol, da will ich mitmachen. Da will ich mitmachen. Hubschrauber-Gefecht. Über Los Santos. Das klingt ja mal richtig epic. Da will ich jetzt eher was. Aber erstmal Radio wegmachen. Zeitlimit 50 Minuten. Hat er schon eingestellt. Typ Fahrzeug. Oh, geil. Touch mal lalala. Oh, Spiel macht so Laune. Spucke erstmal Malz. Das Spiel macht so übelst Laune, das glaubt ihr gar nicht. Kaufempfehlung 100%, sage ich dazu nur. Ich gehe einfach mal Just for Fun eine Wette ein, so, bumm. Ein Cheesecake, nee, eine Kuh Bruderliebe. Leichte Panzerung, brauche ich eh nicht, aber scheiß drauf. So, wird geladen. Oh Mann, ich werde so verlieren, ich werde so verlieren. Ja. Nein! Boah, ich verliere jetzt schon. Nein, ich muss ja hier steigen. Schieß! 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 Fuck! LOL! Wieso trifft er mich? Boah, ey! Wieso trifft er mich, aber ich treffe ihn nicht? Wie behindert ist das denn, bitteschön? Aber ich kriege, glaube ich, jetzt einen neuen Hubschrauber. Kann das? Kann das? Ich glaube, ich kriege einen neuen, oder? Ja. Los! Ja! Ein Punkt habe ich schon mal. Hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt einen Punkt kriege. Lol! Lol, der hat sogar getroffen! Wie fett ist das denn? Ich habe zwei ganze Punkte, nicht halbe, sondern ganze. Links von mir ist einer, unter mir wahrscheinlich. Wo zum Teufel ist der? Wo zum Teufel ist der? Über mir, unter mir wahrscheinlich, ne? Na, komm schon. Links wenden und jetzt hier rüber. Da. Nein! Ich bin Zweiter, glaube ich. Ah, fuck. Immer schön wild fliegen, dann kann mir keiner was. Nein! Fuck! Da hat er sogar mich. Und ich war der Vierte von dem. Zeit habe ich jetzt schon. Wie viel? Eine Minute gespielt oder was? Nee. Wir haben noch viel Zeit, das ist es. Wahrscheinlich haben wir eine Stunde, hat er eine Stunde Zeit angegeben und wahrscheinlich unendlich. Lol.
Und schon wieder bin ich auf dem Radar des anderen. Mann. Alter. Fuck. Noch der schon wieder. Ich bin einfach besser als du, Mama. Mann. Das macht mich aggressiv. Ich muss Raketen schießen. Aber das macht Laune. Das macht Laune. Starkes Spiel. Doppelte RP für das Erledigen von LOL. Und runter wieder. LOL! Alter! Schon wieder hat der Wichser mich. Wie stark ist der? Hat der einen Cheat drin? Und der labert auch noch. Wahrscheinlich, ich wette, jetzt habe ich die ganze Zeit hier das Gelabere von den Leuten da in dem Mikrofon, weil ich höre das ja selber nicht. Oder? Die labern ja wieder die ganze Zeit. Niederlagenserie. Oh Gott. Ich bin so schlecht, ich habe eine Serie im Schlechtsein. Ich habe eine eigene Serie. Wo ist er denn? Komm schon, ich will einen Kill. Ja! Du hast irgendjemanden gekillt. Na komm schon. Na komm schon, dreh dich. Fuck! Ja, schon wieder hat er mich. Alter, deine Mutter ist ein Hurensohn, ey. Ja, du hast richtig gehört. Deine Mutter ist ein Mann. Mit einem dicken, nein, eher weniger. Aber trotzdem, sie hat einen. Deine Mutter ist Manfred, ist der stärkste im Knast, ey. Wo ist der? Der Hurensohn. Komm schon. Ach, da ist der. Der ist der, den müssen wir killen. Tiefer muss ich. Alter! Mann, das gibt's doch nicht. Außer Gefecht. Den hat dich erledigt, Mama. Der labert hier doch nicht rum, ihr kleinen Pimmelköpfe. Erreiche eine Kill. Ich habe, glaube ich, jetzt alle ausgeschaltet. Wäre cool. 1200. Ja, hier, ne, der Cheater, ey. Ja, Wettenverlust. Ich wette halt nicht immer. Ja, kein Bock auf euch Labertaschen. Hör ich die eigentlich noch? Glaub nicht, ne? Wäre ja ganz formos. Ja, sind weg. Cool. Nein, ich möchte nicht wiederholen. Ich möchte weg von euch. So, so. Weil das fand ich ganz schön scheiße von euch. Das ist unfair. Ich mag das nicht. Das macht mich immer ganz sauer, wenn ich sterbe. Nee, Scherz. Aber jetzt mal gucken, ob ich ein paar Läden ausraube. Und zwar habe ich nämlich noch ein paar, die ich noch nicht ausgeraubt habe. Und ich würde gerne wissen, was ist, wenn ich alle ausraube. Achtung, Verlust des Charakters möglich. Wenn du einen Charakter hast, auf dem Auswahlbildschirm aber nur an leere Positionen siehst, geh zurück zum Story-Modus und greife über das Pause-Menü und erneut auf GTA Online zu. Erstelle auf keinen Fall einen neuen Charakter, der an der scheinbar leeren Position. Erstelle auch keinen temporären Charakter und drücke nicht erneut versuchen. Ist mir schon passiert, das ist schon mein dritter Charakter. Ja, ich wusste, weil zu meiner Zeit gab es das noch gar nicht, diese Nachricht. Da kam immer so, Charakter weg, neu machen, tschüss, Hurensohn. So. Jetzt möchte ich einen Laden finden, Bin Laden. Oh, ich glaube, da kommt wer. Ach ne, jetzt ist Autobahn. Die Bauern machen gerade ein Rennen gegeneinander. Den möchte ich ausrauben. Oder? Warte mal kurz.
Den oben habe ich schon, den da unten habe ich schon, den habe ich schon, den habe ich schon. So, dann. Ja, erstmal geradeaus machen. So. Bevor hier die GEMA sagt, nee, Herr Gita Tim HD, dein Video, ne, hat urheberrechtlich geschütztes Material. Deswegen sage ich einfach mal hier, ne, hier ist die Delete-Taste, Pech gehabt. Ja, und dann, da, tschüss, ne. So. Na, komm schon. Erstmal wegfahrbereit machen. Oh, hier ist das gar nicht. Eine Maske habe ich gar nicht, ne? Ne. So. Ja, Onkel, bitte sehr. Okay, okay, I'm trying. Los, pack sie in die Tasche. Los, 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 los. In die Tasche damit. Ey, du kleiner Hurensohn, pack es in die Tasche. Schneller hier. Ist hier kein Volkstheater und so. So, weil wenn man nämlich ins Mikrofon reinbrüllt, dann machen die nämlich schneller. Ist echt so. Kein Witz, Digga. Erstmal flüchten. Lol. Genau von da kommen sie auch, ne? Ist klar, Mustafa. Ist klar. Ob ich zum Barbier gehe? Hm. Ob es neue Frisuren gibt? Hm, glaube ich nicht. Aber der Charakter-Editor von dem Spiel. Boah, ist der ätzend. Erstmal verstecken hier. Man kann sich nämlich verstecken, so schön. Das finde ich schön in GTA, wenn man sich versteckt, die wissen nicht, wo man ist, das ist gut, das kenne ich in Spielen wenig, weil normalerweise kennen Gegner sofort deine Position, egal wo du dich versteckst oder sonst was. Ich möchte jetzt zu einem Laden. Laden, bumm, habe ich. Wenn ich den nehme, dann kann ich auch direkt den da unten mitnehmen. Dann mache ich jetzt eine Route von hier. Nein. Bis dann nach oben. Aber jetzt zeige ich euch was. Und zwar. Okay. Und zwar möchte ich jetzt ein anderes Auto haben, aber ich habe keinen Bock zu meiner Garage zu fahren. Also kann ich jetzt zu meinem Handy gehen. Das ist ja schön, wenn man eine Garage hat. Kann jetzt Kontakte und den Mechaniker anrufen. Ich wieder gewählt. Der ist immer erreichbar, schön. Der ist immer erreichbar. Jetzt kann ich mein Auto, ein Auto bringen lassen. Und jetzt kommt der. Ah. Alter, ich bin zu nah an meinem Auto. Muss kurz ein bisschen laufen. Wenn ich näher weiter weg bin, dann kann ich nämlich, dann bringt er mir das Auto vorbei und repariert die Autos direkt. Also wenn ich ein Auto habe und irgendwie total kaputt ist, dann kann ich mir das bringen lassen und sofort heil. Geht das jetzt? Mal gucken. Ja, ich bin zu nah an dem Auto. Schön. Alter, wie mit dem Arsch. Schau mal auf deinen Arsch, der wieder wackelt. Ist wie so eine Frau. Mann, ich will mein Auto haben, aber nicht das, sondern ein anderes. Aber ist ja eh ein Folgenende, ne? Ein Folgenende. Eigentlich verschiebt sich das ja. Eigentlich verschiebt sich das Folgenende. Scheiß drauf. Ihr wisst ja schon, ihr wisst schon merken, wann die Folgenende ist. Und nochmal. Mechanikor. Ja, den. Ja, sie ist jetzt wieder mir vorbeigebracht. Ich achte mal aufs Radar. Karte, wegzoomen. Ihr dürft jetzt irgendwo mein Auto lang tingeln.
ist schon da. Und da seht ihr jetzt auch schon, der Mechaniker, der läuft hier irgendwo rum, der steigt dann einfach aus und ja, hier habe ich jetzt halt mein Auto aus der Garage, ohne Kratzer, ohne irgendwas. Und jetzt geht's los und jetzt kann man mit ein bisschen mehr PS durch die Straßen heizen, Baby. Wow. Oh Mann, ich habe so übelst Bock, ey. Das Spiel macht so Laune. Da ist man direkt happy, wenn man spielt. So richtig happy Wheels. Seht ihr Wheels, weil ich Auto fahre. Ja. Irgendwer hupt er doch die ganze Zeit. Moment! Musik ausmachen. Puh, ich hoffe, das gab es nicht. Oh, wie, ganz ehrlich, das geht mir richtig auf die Nüsse, dass man die Musik immer ausschalten muss. Weil die Musik die ist eigentlich geil, aber das Problem ist, dass die haben echte Musik genommen. Also keine selbstgemachte Musik extra für Spiel, sondern wirklich echte Musik. Snoop Dogg, Spice Girls und sowas. Also sowas in der Art haben wir auch wirklich genommen. Problem ist nur, wir YouTuber haben, also vielleicht hat GTA die Lizenzen für die Musik, wir YouTuber hingegen nicht. Das heißt, ich muss entweder überspielen die Musik, übersingen selber, überreden oder sie ausschalten. Ja, und da ich nicht singen kann und ihr mich nicht singen hören wollt, denke ich mal, ich schalte sie lieber aus. Oh, wie? Seht ihr, wie pornös ich jetzt fahre, wenn ich einfach mal richtig auf Geschwindigkeit bin? Ich habe jetzt 3 Kilometer, 3,5? Ja, 3,5 Kilometer fahren wir jetzt noch. So. Was haben wir da oben? Was haben wir da oben? Was steht da? Investio. Was steht da? US. Irgendwas. Was steht da? Ah, Image ein. Touch mal lalala, Baby. Mal irgendwie, keine Ahnung. GTA ist so erfolgreich. So viele Leute haben sich gekauft, aber ich finde keinen, mit dem ich spielen kann. Also ich habe hier klar ein paar Kollegen. 3 Stück. Die Server sind eigentlich nie online, die Wichser. Mann. Meine Freundin darf das nicht spielen. Nee, ich bin zu jung dafür, Mama. Ah, wir sind gleich da. Die nächste Kurve links abbiegen. Ich frag mich. Gerade wenn ich jetzt ein Auto gekauft habe im Internetstore, also hier in dem Spiel, in dem Store da, kostet das dann Geld, wenn ich ein Auto nochmal kaufe, oder gibt es das dann wie umsonst für immer? Weil das hier ist ja umsonst, das kann ich wahrscheinlich jetzt immer umsonst holen. Muss ich dann jetzt für jedes Auto 800.000 zahlen, oder? Und wenn ich das dann einmal gekauft habe und ich jetzt dann irgendwo auf der Straße das gleiche Auto nochmal klaue, kann ich es dann in meine Garage packen oder ist es dann immer noch ein Premium-Fahrzeug? Lol. Ach da, okay, ja. Ich habe mal ein bisschen weiter weggezielt, glaube ich. So. Voll super, ey. So, jetzt machen wir schon mal die Markierung. Jetzt schon mal, damit wir das leicht nicht während der Fahrt machen müssen. Wo wir als nächstes hin wollen. Zwar will ich als nächstes will ich dann jetzt hier hin. So. Jetzt holen wir erstmal ein bisschen Geld. Ein paar Moneten holen wir uns. Wie viel habe ich denn? 4000. Leute, wieso habe ich jetzt Polizei eigentlich? Sehe ich so gewalttätig aus? Los, 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 los. Einpacken, einpacken. Los, 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 los. Die Polizei kommt schon. La, 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 la. Ja. Und jetzt flüchten. Ich habe mehr als 5000 bei mir. Ja, dass ich, so. Wir sehen den Schilder mir vorbeigebraucht. Wir müssen erstmal wenden. Jetzt kann ich hier ins Gelüpp fahren. Das Schöne ist, wenn man so ein bisschen. Also, wenn man Polizei am leichtesten loswerden möchte, dann muss man schon. Dann muss man. Na, hier kann ich hier rüberfahren? Ja, da muss man in die Berge fahren oder sowas. Also wo keine Straßen sind. Weil jetzt fährt zum Beispiel hier, boah, ein Polizist lang. Auf Streife.
Deswegen versuche ich jetzt, ja okay, das wird schwer bei dem Berg, da einfach mal hoch zu brausen. Geht das? Bei dem Auto ist das schwer. Komm schon. Mal gucken, wie viel Uhr haben wir jetzt eigentlich? 10 Uhr. Mal gucken, ob ich diese Folge noch den Geist sehen kann. Dann gucke ich mir den mal an und gucke, ob meine Multiplayer überhaupt die, ob die Easter Eggs aktiviert sind. Und was ich als zweites noch erwähnen wollte, es gibt eine App für Android, die heißt GTA 5 Map. Da sind absolut jedes Easter Egg, jede Waffe, die im Spiel versteckt ist, sind da aufgelistet. Also richtig geil, sag ich nur. Also wenn ihr mal ein paar Tipps braucht, wo ihr Alien-Teile findet von einem Alien-Raumschiff oder sonst was, dann einfach diese App runterladen. Da habt ihr auf dem Handy, habt ihr die komplette Map, könnt ranzoomen und sonst was. Okay, das Auto kann ich vergessen eigentlich, oder? Ah, doch, geht noch. Und dann habt ihr alles. Also nicht alles freigeschaltet, aber ihr müsst dann finden, ihr findet halt nichts. Nein, geht doch. Die App ist genial. Die werde ich immer in die Beschreibung packen. Ich werde auch gleich ein Video dazu machen. Oder gleich nachher ein Video dazu machen. Und dann könnt ihr das runterladen. Das ist richtig genial gemacht. Einfach eine ganz simple App, wo die Map drauf ist. Eine App für die Map. Oder so. Alter. Mein Auto ist aber jetzt auch nicht mehr ganz so hübsch. Kann das? Alter. Kann ich überhaupt fahren? Nein. So, jetzt kann ich nämlich hier, oder? Genau. Sind wir schon fast da. Noch 680 Meter. Ist er fix gefahren. Ja, du hast richtig gesehen. Du wirst jetzt ausgeraubt, Baby. Ja, erstmal hier rein. Guck, was die im Angebot haben. Kann man hier eigentlich Nutten holen? Hm. Moment mal, ich kann doch. Moment. Da gehe ich erstmal vorher raus und guck mal was nach. Ich probiere jetzt mal den Laden auszurauben, ohne Polizei zu erregen. Ich habe nämlich hier eine schallgedämmte Waffe. Ich gehe jetzt mal hinten in den Laden rein, so dass der mir folgt. Und dann werde ich den erschießen. Ja, komm. Mann. Ja. So. Jetzt schnell flüchten. Ah, cool, das ist automatisch gesprungen. Von wo kommen die Bullen? Von wo kommen die? Von hinten oder was? Ja, von hinten, schau mal. Hier ist, oh, hier ist anscheinend wieder ein Hippie-Gebiet. Nee, nicht ein Hubschrauber, ne? Boah. Ficken, ey. Ficken, sage ich dazu nur. Jetzt schießen die auch noch auf mich. Was haben wir denn hier? Ich habe keinen Bock, jetzt mein Auto zu verlieren. Mein Reifen ist, glaube ich, auch schon platt. Ja. Ja, toll. Jetzt wird's schwer. Ha! Oh. Nein! Boah, diese, das meine ich. Ich war genau dann los, wenn man vorbeifahren möchte. Speichern, fehlgeschlagen, Verbindung zum Rockstar. Was? Ich kann nicht speichern? Nee, oder? Gerade jetzt, wo ich. Ah! Oh. Standen, wenn ich gerade geguckt habe, wenn ich ein bisschen. Mann, Alter! Fick dich! Sind aber schlau geworden, die Polizisten. Nee, hier nicht lang. Ja, ich weiß, der Hubschrauber schießt nur feucht, fröhlich auf mich herum. Hätte ich Besseres zu tun.
Gucken wir mal, dass wir hier mal einen Tunnel finden oder so. Oh nein, 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 nein. Boah. Konnte ich gerade noch retten. Jetzt fahren wir auf den Bahngleisen entlang, weil hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Polizist kommt, geringer. Aber dafür Ampeln, die mich aufhalten. Alter, ich kann ja wohl gar nichts, oder? So. Na, komm schon hier rum und jump. Der Hubschrauber hat nicht aufgegeben, aber ich kann jetzt vor der Polizist. Na, fuck. Nein, 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 nein. Ja. Ich verstecke mich hier mal dreisterweise und gucke mal, ob hier der Hubschrauber ist nicht mehr da. Ich bin in einer Halle. Ja, okay. Okay, geben Sie auf. Deine Mutter 124 ist online gekommen. Ich klaue mir kein anderes Auto. Mal gucken. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Laden finden. Ich hoffe, ich werde nicht auf der Map gesch. Moment, welches hier? Laden. So, haben wir. Naja. Aha. Du wirst jetzt ausgeraubt. Weil ich glaube, man kriegt nämlich ein Achievement und wieder Erfahrungspunkte, wenn man nämlich alle Läden hat, denke ich mir mal, ne? Wäre logisch. So, hier rum. Nein. Oh. Ja, wunderprächtig. Schön in die Sackgasse rein. Mein Auto ist aber ganz hübsch. Weißt du, was wir jetzt machen? Komm. Das muss einfach sein. So ein Erinnerungsfoto. So, und dann. So. Jetzt machen wir ein Selfie. Yeah. Foto machen. Weiter. Foto wird gespeichert in der Galerie. So. Oh. Okay, das war mein Auto. Ich hab's geahnt. So sieht es jetzt aus. Ich sagte jetzt. Nicht mehr so toll. Oh. Was ich auf jeden Fall haben möchte, ist eine Snipper. In der letzten Folge, die ich leider nicht hochladen werde, weil da die Ton